Wir kaufen zuerst mal ein Turnierpferd. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kahua Games Kanal. Und ja, heute sind wir wieder in Adopt Me und die letzte Halloween Woche des Jahres 2022 ist angebrochen in Adopt Me. Ja, ja, es ist soweit. Ja, das Adopt Me Halloween 2022 Update ist nur noch bis am nächsten Donnerstag um 17 Uhr dort und nach 17 Uhr ist das Update weg. Also wenn ihr noch etwas kaufen wollt, dann kauft jetzt alles und ja, jetzt sind auch endlich alle Items, die man kaufen kann, gekommen und ja, es ist nichts mehr ausstehend. Nämlich sind heute diese, dort hinten sind sie, diese Pferde gekommen. Ja, es gibt drei neue Pferde hier, die ihr seht. Hier steht noch ein Schild coming soon, aber ja, das ist ein bisschen falsch. Ja, eben, es ist zum einen das Turnierpferd kommen, das kostet 150 Candies, aber meiner Meinung nach ist es ein sehr, sehr gutes Pet, ja, ich finde es sehr, sehr schön, das, also ein untotes Turnierpferd, ja, warum nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass es Robux kostet, sonst finde ich es sehr, sehr gut, ist er eigentlich, glaube ich, meiner Meinung nach so eine, also gleich wie der Shadow Dragon oder der, von wo ist der oder der, ich weiß es nicht, ah, Evil Unicorn, jetzt ist mir das wieder gekommen, ja, und es kostet 1000 Robux, finde ich eben ein bisschen schade, dass es für Robux ist, aber sonst finde ich es einfach gut, und dann noch das Maultier auch für einen guten Preis, nämlich 35.000 Candy, finde ich wirklich nicht so schlecht, und sonst, ja, ist nichts mehr Neues dazugekommen in der vierten Woche. Bevor wir jetzt diese Tiere kaufen, oder wisst ihr was, wir machen es so. Wir kaufen zuerst mal ein Turnierpferd für 150.000 Candy. So, und wir haben ein Turnierpferd gekauft. Ja, es ist gut, jetzt ist es hier. Ja, finde ich sehr gut, ich finde es wirklich sehr schön. Und ja, jemand von euch hat sich das auch gewünscht in den Kommentaren unter meinem anderen Video, wo ich euch gefragt habe eigentlich, was ihr wollt, was ich kaufen soll. Und ja, jetzt habe ich das gemacht. Hoffentlich gefällt dir das Video, ja. Hier eben dieses Turnierpferd haben wir uns jetzt gekauft. Das schauen wir dann eben auch in Neon an. Und dann kaufen wir auch noch ein Maultier für 35.000 Candies. So, und hier ist das Maultier. Ist halt eben ein bisschen simpler und ja, sag ich mal, weniger schön, aber ich finde es sehr, ich finde es eigentlich auch noch gut gemacht, das Maultier. Ja, kann ich eigentlich nichts daraus aussetzen an diesen drei Tieren, außer dass das untote Turnierpferd eigentlich, ja, Robux kostet. Und jetzt schauen wir uns diese Tiere, alle drei, noch in Neon an. Nein, und Origin. So, jetzt. Da, Halloween 2022, dann haben wir eben zum einen hier das Turnierpferd, welches legendär ist und ja, in Neon ist es, also ja, das was sonst schwarz ist, leuchtet dann halt rot, diese Mähne, ein Teil der Mähne leuchtet dann rot und die Füße, ja, die Füße auch, das finde ich wirklich, ich finde das gut gemacht, ich finde es wirklich gut gemacht, auch in Mega Neon, doch, da leuchten genau die richtigen Teile, finde ich eigentlich. Doch, das finde ich sehr gut. Ja, finde ich wirklich sehr gut. Einfach ein bisschen teuer eher, aber es geht noch so knapp. Und dann das Maultier, das haben wir hier für, ja, 35.000 Candy ist das sehr gut. In Neon finde ich es eigentlich nicht mal so schlecht. Vielleicht hätte ich eine andere Farbe genommen. Beispielsweise, ja, was wäre besser? Blau oder Gelb hätte ich gesagt, oder Rot. Aber Grün ist nicht so schlecht, aber ist, ja, ist auch nicht am besten, finde ich. Und im Mega Neon sieht das Ganze dann so aus. Finde ich eigentlich auch gut. Und dann haben wir ja noch ein weiteres Tier, nämlich das untote Turnierpferd. Hier haben wir es. Und ja, in Neon eben, genau das finde ich genau richtig gut, ja. So jetzt ist ja die Mähne und so, das alles schwarz und dann sonst der Bauch so oder den Umhang so, ja, violett. Und dann jetzt in Neon ist das Ganze pink und ja, das Schwarze wurde eben zu pink. Das finde ich sehr gut, wirklich. Eigentlich sonst das Tier an sich finde ich so gut, das finde ich wirklich gut, aber ich kann mir das leider nicht kaufen, weil ich keine Robux habe. Und ja. In Mega Neon ist natürlich dasselbe und ja, wirklich sehr gut dieses Tier und das natürlich auch legendär. Beim anderen habe ich es gar nicht geschaut, das Maultier, das ist nur rar, aber ja, ist trotzdem gar nicht schlecht. Ja, und dann würde ich sonst sagen, ja, weil ihr seid und weil ich es euch gewünscht habt, dass ihr noch so Pferde kaufe,
kaufen wir uns gleich nochmals ein Turnierpferd für 150.000 Candies und ein Maultier noch, das zweite. Und somit haben wir jetzt zwei Maultiere und zwei Turnierpferde gekauft. Da steht mal hier ein Maultier und ein Tour. Das ist ein Petbier sogar noch hier, diese Kisten hier. Aber ja, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mich gerne mit einem Like und einem Abo wissen. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Tiere kaufe, dann schreibt mal auch in die Kommentare wieder, was ihr wollt, was ich als nächstes kaufe. Und dann werde ich das höchstwahrscheinlich tun. Ja, und jetzt sage ich nur noch Ciao!